Hallo zusammen, heute zeigen wir euch mal etwas Außergewöhnliches. Und zwar, wir haben uns jetzt mal den Vogel vorgenommen, den wir mit Markern ausarbeiten. Also wirklich als eine ganz, ganz, ganz schnelle Skizze in wenigen Minuten. Und ja, hier nochmal ein Hinweis zu all diesen Techniken, die ihr lernen könnt, wie man was zeichnet, könnt ihr in unserem Buch erfahren, was ab Anfang September bei uns erhältlich ist. Also, es geht los. Wir skizzieren als erstes ganz grob die Form des Vogels, so wie wir uns die vorstellen. Das heißt, theoretisch beginnt es eigentlich mit einem Kreis, der dann ausgearbeitet wird und daraus ergibt sich dann die Gesamtform. Ihr seht, es ist relativ unkompliziert, wenn man die richtige Form erkennt, richtig beobachtet. Und das ist das, was ihr bei uns in Kursen eigentlich perfekt lernen könnt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr einen Zeichenkurs besuchen oder euch für ein Studium vorbereiten und solche Sachen grundsätzlich lernen. Welche Kurse wir haben, könnt ihr unter akademieruhr.de erfahren oder Mappenvorbereitungskurse. Da sieht man, was daraus alles machbar ist. So, und hier geht es darum, die Flächen mit Markern vorzuskizzieren, leicht auszuarbeiten, wie das jetzt hier der Fall ist, und dann vielleicht mit Filzstiften den letzten Schliff zu verleihen. Das heißt, ein paar Details, die kann man dann noch mit unterschiedlichen Farben machen. Also im Grunde genommen ist es eigentlich so, ihr braucht nicht jede Feder zu zeichnen, wenn ihr mal so einen Vogel skizziert, alles im Detail. Darum geht es nicht. Es ist wirklich nur wichtig, dass so dieses Gesamtbild einfach stimmig ist. Und das kann eigentlich ganz schnell mit so einer Schnellskizze im Skizzenbuch eigentlich perfekt funktionieren. Das heißt, für diejenigen von euch, die euch jetzt für Kunst oder all die anderen Fächer bewerben möchtet, da geht es immer darum, was ihr lernen könnt bei uns. Und das sind einfach solche Schnellskizzen. Natürlich auch mal ein bisschen mit Details, verfeinert, wenn ihr möchtet. Aber im Wesentlichen geht es immer darum, das schnell zu Papier zu bringen. Man sieht es jetzt hier schon, wie mit welchen kleinen Details man dann schon etwas erreichen kann. Und ein bisschen Hintergrund noch dazu und fertig ist die Schnellskizze eines kleinen Vogels. Also so schnell kann es gehen, wie gesagt, mit wenigen Strichen. Und hier nochmal das Ergebnis und der Hinweis zu weiteren kleinen Online-Kursen, wenn euch das interessiert. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gleich nochmal alle Links zu unseren Mappenkursen, Fortbildungen oder normalen Kursen und natürlich auch zu dem Buch. Wir wünschen euch viel Spaß beim nächsten Video und alles Gute, euer Akademie-Ruhr-Team. Danke fürs Zuschauen.